Hallo zusammen, zurück bei Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Wir machen hier jetzt mal weiter. Und schauen uns weiter um. Okay, sind wir jetzt im Wüstenhaus. Dry Tropics. These flower pots are beautiful. They are intended to be used for exhibition purposes. The symbol is not from Kew Gardens. So, so hier Wüstenhaus. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Water lily greenhouse. Na gut, im Prinzip kennen wir das ja schon. Nur hier waren wir noch nicht. In der Ecke. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Palmenhaus. Wirklich viel kann man hier nicht machen an dem Ding. Can I help you, gentlemen? Oh, da haben wir ihn. Dem quatschen wir gleich mal. Watson, hier ist ein Weg. A task list for Albert. Compiled by Martin Hamish. Sweep out the palm house, scrub the toilets, clean the storage shed tools. So, jetzt reden wir mal mit dem da oben. Erstmal untersuchen wir uns mal alles hier zusammen. Beim Rasieren geschnitten. Ach, da unten. Am Kinn. Who is Miss Margaret White? Ah, she is the young lady who studies with me. She visits here sometimes to help out with the greenhouses. In fact, she should be here today. She wanted to work at the seed house. That's the small greenhouse across from the large glass house. Do you work here? Yes, but part-time only, for I'm also studying botany at the University of London. You're following in your father's footsteps, then. That is commendable. Well, even if botany is not my strongest suit, there are people who say that I could be a good manager. We noticed that a part of the colonial collection has been cleared. Ah. At the moment, I'm just dealing with the storage room. I don't know much about the other rooms. I imagine that your relationship with your father may have been a strained one. Yes. I cannot say that he was a kind man, for he never listened to me at all. He forced me to work here. But now, after his death, I've been pondering it over. Perhaps he wasn't so wrong about me after all. I have to follow his path, and I have to manage Kew Gardens. And I can do it. I can be as good as any other who works here.
Would you please tell us about Martin Hamish, the deputy director? Well, I have to tell you that Mr. Hamish is not and has never been the deputy director of Kew Gardens. My father would not have tolerated it. Indeed. That is most interesting. He told us that he was. Yes, because he believes that the management should be passed down to him now that my father is dead. But in actual fact, Mr. Hamish only has the honor of being the garden's longest-serving employee. In fact, if we are to think logically at all, it should be me who takes over the management of Kew Gardens. Do you not have a good relationship with Mr. Hamish? I suppose so. But we have very little in common. Mr. Hamish loves his plants and Kew Gardens, and I cannot say that I share his passion. I see. And how was his relationship with your father? Oh, he hated my father. It was obvious. He would be furious whenever my father boasted of Kew Gardens in the newspapers or at conferences. He was convinced that my father was stealing all of the credit for himself. But my father treated Mr. Hamish in the same way as he treated anyone. Dismissively. With indifference. Do you hold the keys to all of these locked doors? Yes, you can have them. But I cannot give you the keys to the cloakroom. The employees' effects are private. I am sure you understand. Thank you, young man. We shall see you again soon. Okay, dann sollen wir jetzt die Miss White treffen. Ich habe trotzdem den Eindruck, dass wir hier bei diesem ganzen, hier bei dieser Karte doch noch nicht alles irgendwie gefunden haben. A map of Kew Gardens. Jetzt erst, okay. Okay, es soll ein Gegenstand von Interesse sein. Aber warum? Weil wir ihn immer wieder gebrauchen können? Jetzt kommen wir ja überall rein. Wobei, hier waren wir auch beim letzten Mal schon drin. Wo wir nicht reinkamen, war da hinten. Und hier vorne. This is a table for experiments. It resembles my own. Only this one is kept in good order, Holmes. There was a bottle here. It left behind a trace of the substance that pervaded the laboratory. Gold dust? Good heavens. What's it doing here? The gold is almost immune to chemical attacks, so it may be a valuable auxiliary for various experiments. But why would anyone perform such experiments in a botanical garden? Several drops of the substance were spilled. Someone carried this bottle around. Several drops of the substance were spilled. Someone carried this bottle around. The bottle is no longer here. But it is possible to detect a faint scent. We need a good nose. Spürnase klingt ja schon wieder fast so, als ob wir unseren Hund holen müssen. A botany book. This student's book belongs to Albert. Chemicals, a sufficient quantity for some serious experiments. A phonograph used for voice recording, remarkable. Yes, this is quite a modern laboratory. I don't hear anything. 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 Okay, das Ding geht irgendwie nicht. Ach so, Wachszylinder, den brauchen wir natürlich. And it seems clear from these multiple experiments that plants to respond to their environment and have formed consciousness. Margaret
study report. I don't hear anything. Ja, du sollst den Bugzylinder da reinpacken. Da. Martin Hamish. Da finden wir bestimmt irgendwo noch was, was wir dann uns anhören sollen. Kann ich mir so vorstellen. Da fehlt eine Schutzausrüstung hier. Schaut mal. It appears as though the protective equipment is missing from here. Such masks are generally worn when dealing with toxic chemicals. Gloves. Waterproof aprons. Everything one might need for self-protection. Do they grow dangerous plants here? Tja, sieht so aus, huh? The employee's cloakroom. Locked. Holmes, Albert Dunn didn't give us the key to this door. It does not matter. We will open it. Ach, das Spiel kennen wir ja schon. Da. Irgendwo passt es noch nicht. Passt dann hier noch nicht. Will das jetzt aufhaben? Jetzt hatte ich keine Geduld mehr. Entschuldigt bitte. Miss White's Locker. Apparently, Miss White is a capable student. A draft of the letter that Miss White sent to her parents. Liebe Mutter, lieber Vater, nur mit Widerwillen schreibe ich diesen Brief, um euch um Hilfe zu bitten. Meine Studien- und Wohnkosten haben sich als höher herausgestellt als ursprünglich gedacht. Aus diesem Grund fürchte ich, werde ich sie auf lange Sicht nicht tragen können. Mir ist bewusst, dass wir in der Vergangenheit nicht immer einer Meinung waren, aber ihr werdet hoffentlich nicht so herzlos sein und tatenlos mit ansehen, wie eure Tochter nur aufgrund von Geldmangel ihr Studium nicht abschließen kann, oder? Nee, du darfst den Deckel aufmachen. These jewels must be worth a small fortune. Ich könnte sie doch eigentlich verkaufen, wenn sie Geldsorgen hat. A vanity purse. It is of high quality.
Margaret, wir waren ganz überrascht, als wir deinen Brief erhalten haben. Wie kannst du uns nur um Geld bitten nach all den Jahren, seitdem du uns verlassen hast und in denen du nicht ein einziges Mal an uns gedacht hast? Bisher hast du uns nie etwas über dein Studium verraten, aber jetzt auf einmal tust du es doch. Vermutlich schämst du dich einfach für uns, weil wir nicht aus derselben oberen Klasse wie deine neuen Freunde stammen. Ja, wir sind bescheidene Menschen, aber du hättest zumindest von uns lernen können, dass die Familie an erster Stelle kommen sollte. Und zumindest haben wir nie unseren Ruf ruiniert, wie du es offensichtlich bereits mit deinem Arbeitgeber Mr. Dunn getan hast. Nein, Margaret, wir sind es, die sich wegen dir schämen müssen, deine Eltern. Interessant, interessant. Noch ein Brief. Liebe Margaret, ich weiß, wie sehr dich deine Geldprobleme im Moment belasten. Ich werde jedoch nicht zulassen, dass du in solch einer Zwickmühle bleibst. Da kannst du dir sicher sein. Ich stamme aus einer wohlhabenden Familie und ich würde es als große Ehre erachten, wenn du meine Unterstützung annehmen würdest. Dein treuer Freund Albert. Interessant. Martin Hamish's Locker. Martin Hamish studied chemistry. Interesting. Sehr geehrter Herr Generalsekretär, aufgrund der jüngsten Ereignisse in Kew Gardens möchte ich meine Bewerbung um den Posten des Direktors erneuern. Wie ich bereits in meinen früheren Briefen bekundet habe, halte ich niemanden für besser geeignet dafür als mich selbst. Als Mr. Montague Dunn noch am Leben war, konnte ich Ihre Bedenken in dieser Hinsicht verstehen. Sie hatten politische Gründe und ich hatte mich selbstverständlich damit abgefunden. Doch jetzt herrscht große Unordnung in Kew Gardens. Wie kann ich in dieser Situation tatenlos zusehen? Wie kann ich die Gärten unerfahrenen und unmotivierten Menschen überlassen? Von daher muss ich Sie bitten, schnellstmöglich eine Entscheidung zu treffen, damit ich mich mit voller Stärke dieser wichtigen Aufgabe widmen kann und nicht mehr belastet werde durch die fortwährende Ungewissheit. A review on rare and exotic plants. Martin Hamish has written several pieces. Father and I, Kew Gardens. What's so schmierig stehen? Young Albert, standing with a woman in front of London University. Young Albert, standing with a woman in front of London University. Specialist articles on shipyards and ship construction. Albert Dunn has a great passion for shipbuilding and the sea. A rejection letter from the British Royal Naval College. Sir, mit Bedauern muss ich Ihnen mitteilen, dass wir trotz Ihrer hervorragenden Ergebnisse bei unserer Eingangsprüfung nicht auf dem Royal Navy College willkommen heißen können. Ihr Vater, Mr. Montague Dunn, hat seine Absicht zum Ausdruck gebracht, Ihnen die Leitung der Königlichen Botanischen Gärten in Kew Gardens anzuvertrauen. Und es erscheint selbstverständlich, dass er nicht ein ganzes Jahr, das Sie für die Marineausbildung benötigen, auf Sie verzichten wird. Wir wünschen Ihnen viel Glück für Ihre Zukunft in Kew Gardens. Hochachtungsvoll, J.M. LeMarcant, Leiter des Royal Navy College. So, so, so. So, jetzt haben wir von allen hier so ein bisschen was erfahren. Watson hat Schmierer gestanden. Und dann, denke ich mal, gehen wir einfach mal weiter. Ich glaube, das hier wäre jetzt... Ja, was ist das? Bürosteher. Locked. Wird nicht mehr. Das ist das... Ach, das wird das Büro von dem Dunn sein. Champagner. Champagne. Montague Dunn had good taste. Und wie viele Flaschen es sind. Champagne. Montague Dunn had good taste. French wine, a remarkable vintage. Na gut, seine Leber war ja nicht mehr so die beste. Newspapers discussing Kew Gardens. Neue Pflanzenart. Die Belegschaft von Kew Gardens verkündet voller Stolz die Züchtung einer neuen Gerstenart, die völlig resistent gegenüber Kälte ist. Folgerichtig wurde sie sibirische Gerste getauft. Martin Hamish, der stolze Züchter der neuen Getreideart, wird am kommenden Montag eine Pressekonferenz zu diesem Thema abhalten. Ein Brief.
Liebste Margaret, nach unserem letzten Gespräch, glaube ich, wäre es besser, wenn du deine Arbeit hier in Kew Gardens einstellen würdest. Wie du ziemlich offen festgestellt hast, bist du ja nicht mehr auf meine Unterstützung angewiesen, denn du stehst offensichtlich auf eigenen Füßen, wie du gemeint hast. Nun, so gebe ich dir deine Freiheit zurück und wünsche dir viel Glück in deinem künftigen Leben, Montague Dunn. Margaret, das war doch die White, die wir noch nicht gewonnen haben. A photograph of Montague Dunn and Reynold Hamish. Das wird der Vater sein von dem Martin Hamish. Jemand safe. Okay, hier habe ich aber noch nicht das System so ganz verstanden. Okay, das war offensichtlich falsch. Okay, das war auch falsch. Das schien aber richtig schon zu sein. Also immer wieder auf diesen Ausgangspunkt zurück. Bis die alle draußen sind. Mein lieber Freund, erlaube mir bitte, meine Enttäuschung über deinen letzten Brief zu äußern. Ich bezahle dich, damit du mich verteidigst und nicht, damit du mich beschuldigst. Kew Gardens ist eine königliche Einrichtung. Wir erhalten die großartige Möglichkeit, die ganze Welt zu bereisen und die wertvollsten und seltensten Pflanzen zu bewahren. Unsere Aufgabe besteht darin, solche Pflanzen zu schützen, auch und vor allem vor jenen, die mit ihnen ihre dubiosen Geschäfte machen wollen. Diese göttliche Gesellschaft, von der du schreibst, hat kein Recht, solch wertvolle Pflanzen zu halten. Erinnere dich bitte an den Vorfall vom 14. Juni. 1889. Aus diesem Grund möchte ich dich bei allem Respekt ein weiteres Mal bitten, Kew Gardens die Genehmigung hinsichtlich dieser Pflanzen zu beglaubigen. Die entsprechenden Dokumente wurden dir am Montag zugeschickt. PS, wir sehen uns wie immer am Dienstag im Buddels. Noch ein Brief, ein Beschwerdebrief. Mr. Dunn, wir bitten Sie zum letzten Mal, unsere lieben Schwestern zurückzugeben. Sie haben nicht das Recht, sie gefangen zu halten. Sie gehören Ihnen nicht. Ihre sogenannten Genehmigungen sind allesamt ungültig. Sie verstecken sich hinter Lügen, unter anderem hinter der Lüge, die in der Presse als der Vorfall vom 14. Juni 1889 verbreitet wurde. Da sind keine weiteren Details nötig. Was Sie getan haben, ist wahrlich abscheulich. Seien Sie versichert, dass unsere Schwestern niemals aufgeben werden. Wir haben Ihnen vertraut und bereuen das nun sehr. Die göttliche Gesellschaft. I suggest that we don't tell Miss Margaret White about this document. Schulden von Miss Margaret White an Mr. Montague Dunn. Vermietung einer Wohnung in der Oxford Street, ein Stipendium für das Studium an der Universität von London, Kredite bei Hamilton, bei der Redigan Hausschneiderei und beim Juwelier Baird & Sons. Miss White und Dunn. Trennung. Montague Dunn hatte vor, Miss Whites Arbeitsverhältnis als Angestellte von Kew Gardens zu beenden.
Whites soziale Lage, Margaret Whites Studium und soziale Situation hing vollständig von Montague Dunns Vermögen ab. Nee. Vergiftung? Nee. Nee, okay, das kann man noch nicht kombinieren. Okay, Leute. Dann denke ich mal, gehen wir hier beim nächsten Mal der Sache weiter auf den Grund. Für heute war es das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüssi.